Verehrte Frau De Mare, ich grüße euch. Heute möchte ich euch das Moore Pitchstep Pedal vorstellen. Das Moore Pitchstep ist ein polyphoner Pitch Shifter und Harmonizing Effekt in einem Expression Pedal Gehäuse für die Echtzeit Effektkontrolle. Das Pitchstep verfügt über zwei Hauptmodi, Pitch Shift und Harmonie, wobei in Harmonie das Tri-Signal ebenfalls mit ausgegeben wird, während es im Pitch Shift Modus stumm geschaltet ist. Über diese zwei Regler lässt sich jeweils der Pitch Range einstellen. Es gibt drei Expression Pedal Modi, Sub, Up oder Sub und Up. Mit diesem Schalter kann man auswählen, ob man im Sensormodus oder im Switch-Modus arbeiten möchte. Im Sensormodus ist der Effekt aktiv, wenn man mit dem Fuß die Sensoren betätigt, oder im Switch-Modus wird der Effekt ganz normal ein- oder ausgeschaltet. All diese Funktionen machen das Pedal extrem flexibel. Es ist für verschiedene Musikstile geeignet. Pedal Steel Guitar Bands, Whammy Pitch Shifting, Drum Dives und fette Oktavharmonien sind nur einige Möglichkeiten, die das Pitchstep Pedal bietet. Stromversorgung erfolgt auf der Rückseite über einen 9-Volt Block oder an der Stirnseite ist die Möglichkeit, ein optionales Netzteil anzuschließen. Ich habe das Pedal jetzt direkt vor den Neuson Kettner Deluxe 40 angeschlossen und werde alle drei Modis anspielen, Sub, Up und Sub und Up, und werde jeweils zwischen Pitch Shift und Harmonie Modi wechseln. Nochmal, in Harmonie wird das Tri-Signal mit ausgegeben. Die Pitch Range lässt sich über die oberen Regler einstellen. Ich habe jetzt mit diesem Schalter Sensor ausgewählt, dann ist der Effekt nur aktiv, wenn ich die Sensoren berühre, dann leuchtet die LED blau. Ich zeige das mal kurz. Und wenn man dann dem Pitch-Effekt noch Delay dazu gibt, dann klingt das wirklich völlig abgefahren. Ich habe das Pedal mal zusammen kombiniert mit einer Moore Ocean Machine und ich zeige das mal kurz.
Das war das Moore Pitchstep. Mit diesem Pedal lassen sich wirklich völlig abgefahrene Sounds erzeugen. Man kann sehr viel herumexperimentieren. Wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen hoch. Wenn ihr weitere Fragen haben solltet, hinterlasst einfach einen Kommentar unter dem Video. Schaut wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Mario.